Wie sieht ein Tag als Fachbereichskoordinator Pfleger aus auf der pneumologischen Abteilung in Wien? Ich komme in die Arbeit und das Erste, was ich tue, ich ziehe mich um. Anschließend gehe ich zu meinem Arbeitsplatz und drehe den Computer auf, damit ich meine E-Mails checken kann. Dann geht es gleich weiter zur Dienstübergabe. Bei der Dienstübergabe wird alles Mögliche besprochen, alles Wichtige und so weiter. Und anschließend, nach der Dienstübergabe, werden die Infusionen kontrolliert nach dem Vier-Augen-Prinzip, da die Patientensicherheit ganz, ganz wichtig ist. Anschließend, nach dieser Dienstübergabe, geht es weiter zur multiprofessionellen Dienstübergabe, wo alle verschiedenen Professionen den Dienst besprechen. Nach dieser multiprofessionellen Dienstübergabe geht es wieder zurück in mein Büro, wo ich mehrere Sachen koordinieren muss. Ich muss Bestellungen machen, ich muss die Fassung bestellen, ich muss den Dienstplan decken, ich muss die Leute einteilen, ich muss E-Mails beantworten, ich muss Rücksprache halten und nachdem mir da wahrscheinlich die Zeit zu knapp wird, geht es weiter zur Visite. Nach absolvierter Visite gehe ich dann zu meinem Team und übergebe das Wichtigste, was absolviert oder gemacht werden muss. Anschließend gehe ich dann wieder in mein Büro und mache die restliche Arbeit, die halt so ein Stationsleiter, Stellvertreter machen muss. So gegen 14 und 15 Uhr ist dann mein Dienstende da und dann gehe ich nach Hause.